Und der hat mir mehr reingehauen, als ich leechen konnte oder mich heilen. Bist du bereit zu gehen? Aber glücklicherweise kommt man ja schnell wieder rein. Wo ist der andere? Oder ist er jetzt wieder unten? Ist er wieder unten? Okay. Und Langzweig ist auch schon hier, hm? Müssen wir ja auch aufpassen. Ah, da ist jetzt wird alles wieder da. Okay. Vorhin waren nämlich auch keine Wurzeln mehr da. Die ihn heilen. Wurzeln erst. Jetzt mach! Es leckt, glaube ich, auch irgendwie gerade wieder blöd. Mal Langzweig sieht schon sehr alt aus hier. Und dann wird man auch noch bedüdelt. Ah, okay. Alles klar, ich habe meine Finger falsch auf den Tasten. Ist ja wieder typisch. Kann ja nichts werden. So, der hält sich ja jetzt voll fett dauernd. Solange er hier unten ist, kriegen wir den trotzdem. War ja gerade fast hinüber. Ich meine, wenn wir Glück hätten, das wäre eine Glückssache, oder? Zumindest könnte mich hier unten Langzweig wieder heilen. Nur sich selbst kann er nicht heilen. Aber ich habe auch gar keine Aggro. Ich könnte ihn jetzt nicht hochziehen. Doch jetzt. Jetzt kommt auch Langzweig mit. Der ist nämlich vorhin unten gehangen. War vorhin nicht mit dabei. Was macht der für ein Salto? Salto. So, man muss nämlich dann, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, immer diesen Baum immer wieder anhauen. Und erst dann ist der andere besiegbar. So, und jetzt den anderen wieder. Das Herz darf nicht fallen. Die Wurzeln sind nachgewachsen. Sie müssen zerstört werden. Ja, super. Das heißt, ich müsste ja jetzt wieder runter, oder? Ja, super. Komm's aus. Ist das tatsächlich so, dass man da immer so blöd hin und her muss? Ich meine, wenn man zu mehreren ist, können ja ein paar unten bleiben. Die anderen metzeln oben. Ja, tatsächlich, die Wurzeln sind wieder da. Sieht halt auch noch so, der noch so fies stunt. Ach, ich will gar nicht ihn im Target haben, sondern die Wurzeln. Ja, heil mich mal, komm. Wäre ich dir dankbar, danke. Und jetzt muss ich wieder hoch, oder?
Lauf, sonst sind nachher unten wieder die Wurzeln. Ich glaube, das dauert ein bisschen. Schon ein bisschen fies, ne? Aber jetzt müsste der eigentlich... Ja, jetzt haben wir ihn. Nein, das Herz fort, sterbt, Fleischlinge! Tja. Herzensfäule ist vernichtet. Endlich wurde dieser dunkle Hain wieder gesäubert. Ja, war ein bisschen stressig, aber okay. Du warst mir eine große Hilfe. Gut gekämpft, Winzling. Das unredliche Herz wurde entwurzelt und Herzensfäule vernichtet. Ihre Verderbtheit wird sich nicht weiter ausbreiten. Mit der Zeit wird dieser Hain wieder zu dem werden, was er einst war. Aber der Heilungsprozess wird lange dauern. Lasst uns diesen dunklen Ort verlassen. Und wahrscheinlich wesentlich länger, als wir existieren, könnte ich mir vorstellen. Ihr gehört wirklich zu den ganz Schnellen. Seit langer Zeit war mein Blut nicht mehr vor solcher Hitze und Glut in Wallung. Ihr habt gut gekämpft, Winzling. Ich mag zwar keine Äxte und Schwerter, doch hatte ich vergessen, wie angenehm die Eile des Kampfes sein kann. Darum. Selbst jetzt, da ich fühle, wie der Zorn des Waldes zurückgeht, während der Einfluss des unredlichen Herzens nachlässt, bald, so glaube ich, wird wieder ein wenig Frieden hier einkehren. Darum. Ich danke euch, Winzling. Eure Hilfe war sehr willkommen. Bitte vergebt mir, dass ich bei unserem ersten Treffen so unhöflich war. Naja, da kannten wir uns ja noch nicht. So, was haben wir denn hier für Sächelchen? Crit macht. Crit und macht. Crit macht Beweglichkeit, Vitalität. Das finde ich ganz nett. Die nehmen wir. Du sollst deinen wahren Namen nicht preisgeben. Anscheinend seid ihr eher so wie die Menschen, die grün tragen, als die großen Elben. Also eher so wie die Menschen als die großen Elben oder diejenigen, die sich als Wölfe verkleiden. Ich mag die Menschen, die grün tragen. Das sind meine Freunde. Sagt den Waldläufern, dass ich nicht mehr müde bin. Ich stecke voller Tatendrang und werde erst ruhen, wenn die Natur im Westen ihres Sees wieder friedlich ist. Okay, dann haben wir ihm ja gut geholfen. Aber wir haben hier noch einen Schatz zu heben. Oben im Lager. Was haben wir noch? Ganz, 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 ganz oben. Mal gucken, ob wir uns noch... wahrscheinlich müssen wir uns schon noch durchschnetzeln. Da kommen wir nicht so einfach hin. Da stehen, glaube ich, schon so ein paar Gauredeien auf dem Weg. Oh, ich bin nicht allein. Welch Wunder. Sogar zu zweit. Du dritt? Wow. Ist ja fast inflationär hier. An Spielern. Ich bin gemein. Hoffentlich kickt er mich da nicht runter. Ich glaube, der kickt nicht. Man kann nicht wissen.
So, noch ein Markierungsstein und auch an ihm wurde schon gebuddelt und einfach eine Schaufel hingeschmissen. Um den Markierungsstein herum kann man sehen, dass hier gegraben wurde. Falls er die Lage des Schatzes gekennzeichnet hat, dann ist dieser inzwischen bestimmt gefunden worden. Der Markierungsstein ist mit einer Inschrift versehen, die im Laufe der Zeit jedoch verblichen ist. Die Inschrift auf diesem Markierungsstein ist kaum lesbar. Diese Worte hier lassen sich gerade noch entziffern. Für das Ende der Suche müsst ihr an den Anfang gehen. Mein Schatz lag stets doch dort, doch ihr habt nichts gesehen. Dieses neue Rätsel könnte Aufschluss darüber geben, wo sich der Schatz wirklich befindet. Was eigentlich ziemlich komisch ist, weil wir haben dort doch schon gebuddelt. Ganz viel und auch noch andere Leute. Und jetzt auf einmal sollen wir da nochmal nachschauen? Nochmal richtig nachschauen? Wir gehen erstmal nach Timuria. Ist da irgendjemand, dem wir irgendwas abgeben müssen? Da unten. Orchalwe. Ach ja, wir müssen ja Orchalwe Bescheid geben. Dass es dem Baum jetzt wieder gut geht, dem Ent. Ich grüße euch. Ents sind wirklich seltsame Wesen. So alt. Und doch wissen wir nur so wenig über sie. Ich bin froh, dass ihr das Vergnügen hattet, Langzweig nicht nur kennenzulernen, sondern ihm auch noch zu helfen. In den finsteren Zeiten, die vor uns liegen, könnten die Ents sich als wertvolle Verbündete erweisen. Jetzt ist es an der Zeit, unsere Aufmerksamkeit auf dem Süden und die Stadt meiner Vorfahren zu richten. Bleibt einen Moment. Ihr habt vieles für uns getan und es erscheint mir nicht fair, euch um weitere Taten zu bitten, doch mir bleibt keine andere Wahl. Die Grabräuber, die wir aus Rantos vertrieben haben, sind in den Süden geflohen und bedrohen nun unsere Stellung an der Straße der Könige. Die Straße der Könige ist der Ort, an dem die alten Herrscher meines Volkes begraben sind. All jene, die einst von hoch oben über Anuminas und Evendim wachten, ruhen nun darunter. Ihre Erinnerungen müssen am Leben gehalten werden, doch ihre Grabstätten dürfen nicht berührt werden. Ich habe auch Gerüchte über eine weitere Streitmacht in den Ruinen gehört. Ich glaube, dass ihr sie bereits in den Anwesen östlich von hier entdeckt habt. Ich fürchte, uns bleibt nur noch wenig Zeit, um ihre Beweggründe zu entschlüsseln und sie zu besiegen, bevor es zu spät ist. Begebt euch Richtung Süden auf die Straße der Könige und trefft euch dort mit Nimbellas in seinem Lager und seht zu, dass ihr ihm unter die Arme greift. Das wäre dann schon Richtung Aluminas hier unten. Wir haben aber auch hier noch Tyllruinen. Mal gucken, ob ich das heute noch angehe. Ich glaube eher nicht. Wir geben noch in der Feste Vorort was ab. Da haben wir nämlich auch noch ein bisschen was. Ach ja, und... ich glaube, dann reiten wir jetzt so. Wir müssen ja noch zu dem Anfangsort unseres Schatzes. Und im Anbetracht dessen, wie viele Buddelhaufen hier sind, dürfte hier wirklich nichts mehr zu finden sein. Wir versuchen es mal trotzdem. Ihr bemerkt etwas, das euch bei eurer ersten Untersuchung des Markierungssteins entgangen ist. Auf der Rückseite des Steins lässt sich ein kleines Stück herausnehmen. In dem Hohlraum steckt ein verschimmeltes Buch. Bringt das verschimmelte Buch zu Kulam. Na sowas. Jetzt müssen wir erstmal wieder den Berg erklimmen. Serpentinen hoch. Denn der Rudolf Dunklei... der hat ja diesen Nathan Repkins vermisst. Und hofft, dass wir ihm mitteilen können, was geschehen ist. Er hofft natürlich, dass er noch lebt. Dass er es geschafft hat. Aber leider können wir ihm diese frohe Kunde gar nicht bringen. Da steht er.
Was für ein schrecklicher Tag. Ach, ich hatte befürchtet, dass ihr mir solche Neuigkeiten bringen würdet. Nathan war ein guter Jäger und bei den Leuten hier beliebt. Wir werden ihn vermissen. Ich werde das Bündel seiner Familie bringen und ihnen die traurige Nachricht übermitteln. Ihr sagtet, er sprach von Gaureldain? Ja, das hatte ich befürchtet. Die waren schon immer eine Bedrohung für jene, die sich nach Emin Uyal wagten. Aber so dreist waren sie schon viele Jahre nicht mehr. Wir müssen etwas dagegen tun. Jetzt schickt er mich nochmal dahinter, oder? Es tut mir leid, dass ich euch belästigen muss. Stimmt, aber da war noch irgendwas. Ihr mir vielleicht helfen? Ich weiß nicht, warum die Gaureldain diese Lebensweise gewählt haben. Ob aus Faszination über die Wolfsgestalt oder aus einem anderen Grund. Ich weiß nur, dass sie durch und durch bösartig geworden sind. Diese Menschen tragen Umhänge aus Wolfsfellen und schmücken sich mit Dingen, die aus blutigen Reißzähnen und dergleichen gefertigt sind. Man sagt, dass sie sich unglaublich schnell fortbewegen und mit einer Kraft angreifen, die die eines normalen Wesens weit übersteigt. Nathan muss gerecht werden, und den Gaureldain muss klargemacht werden, dass sie die Leute, die um den See herum leben, nicht anzugreifen haben. Reist nordöstlich nach Emin Uyal und vernichtet einige dieser Bestien. Bringt mir auch einige ihrer Waffen, damit ich sie zerstören kann. Nochmal. Na dann. Die sind halt am ganzen Ufer zerstreut und dann weiß ich nämlich, wenn wir das gemacht haben, dann dürfen wir nochmal. Irgendwas war da noch. Obwohl? Nee, es könnte sein, dass das sogar alles ist. Mal schauen. Dann jagen wir die mal noch ein Ründchen. Ich glaube, ich nehme noch das Pferdchen. Schneller. Ich wollte mich an der blöden Feuerfliege vorbeiquetschen. Nee. Komm, hau ab. Dann laufen wir jetzt einfach mal da hoch ins Lager. Da einen haben wir sie abgehängt. Improvisierte Clown? Wer will die denn haben? Ah, auch der Dunkle. Das Beweis? Oder wie? Oder um sich eine schicke Kette daraus zu fertigen. Ja. Schluchtenpirscher und einen Angehörigen. Nee, das leider ist das da hinten ein Wahrsager. Aber wir werden auch noch den. Der kommt auch noch mit. Ich hab gehofft, der bleibt einfach nur stehen. Dann brauchen wir jetzt noch einen einsamen Schluchtenpirscher. Oh, da sind wieder bloß Hunde. Wölfe. Ist einer? Nee. Oh komm, einer noch. Hätte ich doch jetzt nicht suchen müssen. Da. Okay. Wir haben noch Cooldown. Aber wir können dann jetzt appellen.
Ist ja noch viel besser. Mundi. Ich grüße euch. Ja, ich glaube, er hat trotzdem noch irgendwas. Die geht noch weiter, die Geschichte. Oder? Irgendwie... Ups. Wollte doch gerade gucken. Eben, es gibt nämlich keine große Belohnung, keine Gegenstände. Normalerweise ist man ein ganz gutes Anzeichen, dass es noch weitergeht. Dass es nur Geld, Geraffel oder Ruf gibt. Es tut mir leid. Diese Krallen erfüllen mich mit Grauen. Die Gauredain sind wirklich grausam, wenn sie ihre eigene Art damit jagen. Denn auch wenn sie Tierhäute tragen und so blutrünstig sind, sind wir doch von ein und derselben Abstammung. Ich hoffe, Nathan kann nun in Frieden ruhen und danke euch, dass ihr sein Andenken gerecht habt. Ich habe es fast geschafft, die Statue von Elendil aus den Teilen zu rekonstruieren, die ihr mir gebracht habt. Es fehlen mir zwar noch einige Fragmente, doch danach suchen gerade einige andere Abenteurer für mich in den Lagern der Grabräuber. Aber das ist es nicht, worüber ich mit euch sprechen wollte. Ich habe Neuigkeiten von Kalenglad. Er ist von seinem Treffen mit der blauen Dame von Nenuvial zurückgekehrt. Auch wenn es sicher keinen Zweck hat, dürfte Kalenglad ich mit euch möchte, dass ihr sofort zu ihm kommt, damit er euch von seinem Treffen mit der blauen Dame berichten kann. Haltet euch nicht auf. Ihr wart mir eine große Hilfe und habt viel für die Leute der Feste Forod getan. Ich hoffe, dass sich unsere Wege wiederum kreuzen werden, aber jetzt solltet ihr nach Tinutir zurückkehren, um mit Kalenglad zu sprechen. Boah. Zieht sich irgendwie schon ganz schön, also diese Storyline an und für sich, ne? Das zieht sich. Normalerweise, wenn man so in den Gebieten ist, dann gibt es zwar auch immer so ein Grundproblem, aber der nächste Questab hat dann immer wieder so schon eigene andere Probleme. Aber hier ist alles ziemlich gut verknüpft. Und zieht sich eigentlich bis ans Ende. Thematisch. Finde ich. Seid gegrüßt. Ich freue mich, euch wiederzusehen, naja, um zu erfahren, dass ihr während meiner Reise nicht untätig wart. Rudolf berichtete, dass ihr geholfen habt und ich bin mir sicher, dass es den Menschen in der Feste Forod dank euch besser geht. Ich habe mit Gwyndeth über den Silithar für Aragorn gesprochen, aber was ich ihr über euch erzählt habe, reicht ihr nicht aus. Sie möchte euch persönlich kennenlernen. Seid gegrüßt. Gwyndeth ist bereit, mit euch zu sprechen. Aber versteht das nicht falsch. Sie wird uns den Silithar nur dann gewähren, wenn sie glaubt, dass ihr ihres Vertrauens würdig seid und Aragorn für die Bürde bereit ist, die ihn erwartet. Sie zögerte nicht, ihn zurechtzuweisen, als er und ich sie vor fast 60 Jahren trafen. Ich zweifle nicht, dass sie es erneut tun würde, wenn ihr der Sinn danach stünde. Redet respektvoll mit ihr und versucht nicht, etwas vor ihr zu verbergen. Die blaue Dame lebt seit ewigen Jahren in diesen Landen. Geduld brachte sie nur für die Könige von Anúminas auf. Es heißt, Elendil habe sie in vielen Angelegenheiten um Rat gefragt und sie trauere sehr um ihn. Sie lebt in Gwynethrond, einer Höhle im Westen von Emin Uyal, hinter einem klaren Wasserfall, der sich aus den Höhen herabstürzt und einen schattigen Teich mit Wasser versorgt. Ihr müsst um den See laufen, denn der Teich liegt hinter den Hügeln auf der anderen Seite des Nenuyal versteckt. Die Reise wird lang, denn das Rauschtal liegt auf der anderen Seite des Nenuyal-Sees, westlich und ein wenig südlich von Tinudir und Tülruinen. Und da das so weit ist und eigentlich auch einen kleinen weiteren Story-Arc beginnt, würde ich sagen, dass wir hier heute mal Schluss machen.
Denn dann haben wir beim nächsten Mal Anuminas da drüben. Das ist nämlich auch noch einiges zu tun. Und dann fehlt uns ja noch hier Tyllruinen. Da haben wir auch noch dann ein paar Quests zu erledigen. Und ich weiß auch, dass wir da noch ein paar Mal dann auch hin und her müssen. Und nach drüben und hüben immer wieder mal. Also das wird dann auch noch sich ein bisschen hinziehen. Deswegen fange ich das jetzt heute nicht mehr an. Es ist ja auch schon 10 vor 3 fast. Jo, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Soweit. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass ich heute vielleicht mit Evendim fertig werde. Aber ja, das ist natürlich schon ein ziemlich großer Brocken. Aber halb so wild. Dann schauen wir mal, wie wir es nächstes Mal schaffen. Und ja, vielleicht doch. Eigentlich könnte man dann nächstes Mal vielleicht, wenn wir Glück haben, auch schon weiter dann wieder in die Trollhöhen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und dann geht nämlich auch das Buch weiter und. Es gibt zwar auch hier Buch, aber von der Reihenfolge her kommen wir da erst später dann wieder nochmal zurück. Und wenn das da... also das Buch möchte ich gern chronologisch machen. Und die Gebiete mache ich dann Level entsprechend.